Die Autophagie ist das Recyclingprogramm unserer Zellen, von dem wir heute wissen, dass es für die Gesundheit und Funktionalität unserer Zellen von großer Bedeutung ist. Störungen der Autophagie werden mit einer wachsenden Zahl von Erkrankungen in Verbindung gebracht. Dabei ist noch gar nicht so lange bekannt, wie die Autophagie genau funktioniert. Den entscheidenden Beitrag zur Entschlüsselung der Funktionsweise der Autophagie hat der Zellbiologe Yoshinori Osumi in den 1990er Jahren geleistet. Hierfür hat er in 2016 sogar den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten. Deshalb möchte ich heute mal einen Blick auf die Forschung und die Entdeckung von Osumi werfen. Zunächst aber erstmal eine kurze Definition zur Autophagie für diejenigen, die den Begriff jetzt zum ersten Mal hören autophagie ist definiert als intrazellulärer prozess also ein prozess innerhalb jeder einzelnen körperzelle bei dem zelleigenes zytosolisches material wie fehlgefaltete proteine oder sogar ganze zellorganellen abgebaut werden den ablauf dieses abbauprozesses sieht man hier ganz gut anhand der makroautophagie das ist der hauptautophagieprozess um das abzubauende Zellmaterial herum bildet sich zunächst aus Proteinen und Lipiden eine Doppelmembran. Sobald diese Membran das Zellmaterial vollständig eingeschlossen hat, spricht man von einem sogenannten Autophagosom. Das Autophagosom fusioniert dann mit einem Lysosom zu einem Autophagolysosom. Das Lysosom ist ein Zellorganell, welches Enzyme zum Abbau körpereigener und körperfremder Stoffe enthält. Bei der Fusion mit dem Autophagosom gibt das Lysosom diese Enzyme ab und die Enzyme lösen das Zellmaterial dann schließlich auf. Das klingt jetzt erstmal natürlich nicht wirklich positiv. Warum sollte die Zelle ihre eigenen Bestandteile zerstören? Nun ja, die Autophagie setzt gerade dann ein, wenn wir über einen längeren Zeitraum nichts essen. Denn wenn wir keine Nahrung zuführen, muss sich die Zelle andere Energiequellen suchen und eine davon ist die Autophagie, denn hierbei werden die Zellbestandteile nicht nur abgebaut, sondern gleichzeitig recycelt, sodass aus ihnen mittels Glukoneogenese neue Energie gewonnen werden kann. Gleichzeitig verhindert die Zelle durch die Autophagie, dass sich schädliche proteinhaltige Ablagerungen bilden und sie erneuert beschädigte Zellorganellen, um die Funktionsfähigkeit der Zelle zu erhalten. Es wird im Rahmen der Autophagie nämlich ausschließlich fehlerhaftes oder beschädigtes Zellmaterial abgebaut, das sowieso nicht mehr richtig funktionsfähig ist und sich früher oder später sogar negativ auswirken würde. Deshalb ist es wichtig, dass sich aufbauende und abbauende Prozesse innerhalb der Zelle immer im Gleichgewicht befinden. Dieses Gleichgewicht ist jedoch bei vielen Menschen heutzutage gestört. Zum einen, weil wir durch unseren heutigen Lebensstil immer seltener Stressoren ausgesetzt sind, welche die Autophagie anregen. Und zum anderen, weil die Autophagie im Rahmen des Alterungsprozesses sowieso immer weiter zurückgeht. Insofern kann es durchaus ratsam sein, die Autophagie gezielt anzuregen. Der Abbauprozess, den ich gerade aufgezeigt habe, ist aber noch gar nicht so lange bekannt. Die Forschung zur Autophagie begann in den 1960er Jahren, als der belgische Biochemiker Christian de Duve ein Zellorganell entdeckte, welches für die Verdauung und den Abbau von Zellinhalten zuständig ist, das sogenannte Lysosom. Er konnte sogar den Abbau und die Wiederverwertung zellulärer Bestandteile in den Lysosomen anhand von Leberzellen von Ratten nachweisen und prägte in diesem Zusammenhang auch den Begriff der Autophagie. Für seine Forschung erhielt die Duwe 1974 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Schon damals zeigte sich, dass ein Nährstoffmangel der Hauptauslöser für die Autophagie ist. Denn die Duwe fand Hinweise dafür, dass die Autophagie durch das Hormon Glucagon induziert wird. Glucagon erhöht den Blutzuckerspiegel durch die Anregung der Bildung von Glucose aus Glykogen in der Leber und ist somit ein Gegenspieler von Insulin. Bedeutet einfach gesagt, Fasten hat einen niedrigen Insulinspiegel bzw. Blutzuckerspiegel zur Folge, weil wir nichts essen. Ein niedriger Blutzuckerspiegel fördert die Ausschüttung von Glucagon und die Ausschüttung von Glucagon regt die Autophagie an. Man konnte also schon damals nachvollziehen, dass die Lysosomen Zellmaterial mit Hilfe von Enzymen abbauen. Diesen Abbau konnte man aber nur anhand der Lysosomen nachvollziehen. Man wusste aber nicht, welche Schritte dieser Prozess umfasst und vor allem, wie das Material überhaupt in die Lysosomen gelangt. Dementsprechend konnte man den Mechanismus der Autophagie auch nicht genauer erforschen. Das lag in erster Linie daran, dass die Transportbläschen, die Autophagosomen, die wir ja vorhin schon gesehen haben, zu kurzlebig waren und innerhalb kürzester Zeit mit den Lysosomen verschmolzen waren. Für dieses Dilemma hat Yoshinori Osumi 1992 bei Experimenten an gewöhnlicher Bäckerhefe die Lösung gefunden. Hefen sind einzellige Pilze, sie eignen sich aber trotzdem gut für die Untersuchung zur Autophagie, weil sie eine Vakuole besitzen, die dem Lysosom der menschlichen Zelle entspricht. Dementsprechend konnte Usumi mit seinen Experimenten erstmalig nachweisen, dass die Autophagie auch in Hefezellen abläuft. Das ist ja aber noch nicht das Entscheidende, weil es ja darum geht, den genauen Mechanismus aufzudecken. Um das zu schaffen, züchtete Usumi mit Hilfe von sogenannten Protease-Inhibitoren einen Hefestamm, dem die Proteasen fehlten, welche normalerweise die Autophagosomen abbauen. Seine Idee dahinter war, den Abbau der Autophagosomen zu verhindern, damit sie lange genug erhalten bleiben, um sie zu erforschen er ließ also die veränderten hefezellen hungern um die autophagie auszulösen und tatsächlich füllten sich die vakuolen der hefezellen mit zellmaterial welches aber nicht abgebaut werden konnte weil die enzyme fehlten die die autophagosomen abbauen so konnte osumi die entscheidenden akteure im autophagieprozess identifizieren er ging aber noch einen entscheidenden Schritt weiter und setzte die Hefezellen einer Chemikalie aus, die zufällige Mutationen im Erbgut auslöste. Dadurch wollte er mit der Mutation Gene treffen, die für die Autophagie zuständig sind. Denn wenn die Autophagie bei bestimmten Hefezellen gestört war, wusste er, dass bei dieser Zelllinie ein Gen mutiert ist, welches an der Autophagie beteiligt war. Und durch ständige Wiederholung konnte er insgesamt 15 Gene identifizieren, die für die Autophagie essentiell sind. Anhand dieser Gene konnte man wenig später die Proteine identifizieren, welche die Autophagie der Zelle regulieren, und vor allem die Gegenstücke der Proteinkaskade bei Säugetieren und bei Menschen finden. Durch diese Pionierarbeit hat Usumi viele Forschungen aus den frühen 2000er Jahren erst möglich gemacht. Deshalb wurde er in 2016 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Denn auch wenn vorher schon bekannt war, dass es zelluläre Recyclingprozesse gibt und man diese sogar als Autophagie bezeichnet hat, hat erst die Forschung von Usumi den genauen Mechanismus der Autophagie entschlüsselt. Wenn dieses Video dich neugierig gemacht hat und du jetzt wissen möchtest, wie du die Autophagie für deine Gesundheit nutzen kannst, dann schau mal nach oben rechts in die Infokarten. Ich habe nämlich ein Video dazu hochgeladen, wie du durch Fasten, Sport und Ernährung die Autophagie gezielt anregen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal für laufend neue Inspirationen rund um einen gesunden Lebensstil. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.